Wir müssen hier die Funktion 2x hoch 3 minus 8x am Punkt spiegeln. Und an einem beliebigen Punkt spiegeln ist ja schlecht. Wir können nur am Ursprung gut spiegeln. Also müssen wir den ganzen Sachverhalt verschieben. Wie verschieben wir es? Mein Punkt S liegt bei minus 2 und 1, also irgendwo hier. Meine Funktion liegt irgendwie, interessiert mich eigentlich nicht wirklich, wie sie liegt. Da ich an dem Punkt nicht spiegeln kann, sondern nur am Ursprung, verschiebe ich die ganze Situation um 2 nach rechts und 1 nach unten. Dann hätte ich nämlich den Ursprung als Spiegelpunkt und das geht wieder. Also eben, in meiner ersten Idee verschiebe ich das Ganze um 2 nach rechts und 1 nach unten, also 1 runter. Wie verschiebt man nach rechts? Ich verschiebe nach rechts, indem ich aus jedem x x minus 2 mache. Also eben, Sie denken noch dran, ich verschiebe in positive Richtung, habe aber in der Klammer minus. Und ich verschiebe etwas runter, indem ich hinter die Funktion einfach noch ein minus 1 dranhänge. Das ist das Einfachste. Also, im ersten Schritt, also wenn ich meine Funktion verschiebe, nenne ich f1 von x. Aus jedem x mache ich ein x minus 2. Also, ich schreibe ab 2. Jetzt kommt das x, aus dem x mache ich x minus 2, Klammer zu hoch 3, minus 8 mal, aus dem x mache ich Klammer x minus 2, jetzt habe ich es nach rechts verschoben, jetzt noch um 1 runter verschieben, also einfach minus 1 hinten dranhängen. Vereinfachen wir es mal ein bisschen. Diese Klammer x minus 2 hoch 3, das auszumultiplizieren ist ziemlich umständlich, also lasse ich die Klammer unverändert stehen. Hier kann ich aber zusammenfassen, minus 8 mal x sind minus 8x, minus 8 mal minus 2 sind plus 16, minus 1 sind 15. So, weiter vereinfachen wir es mal nicht. Jetzt habe ich die Funktion so weit verschoben, dass dieser Spiegelpunkt im Ursprung wäre. Und damit kann ich jetzt im Ursprung oder am Ursprung spiegeln. Das machen wir da hin. Also zweiter Schritt, spiegeln am Ursprung. Wie spiegel ich am Ursprung? Ich spiegel an der x-Achse und an der y-Achse. Wenn ich an der y-Achse spiegel, heißt das, aus jedem x wird ein minus x. Und wenn ich an der x-Achse spiegel, heißt das, dass ich vor meine Funktion ein Minus setze. Also aus f von x wird minus f von x. Wenn ich jetzt mit dem Hintern anfange, das heißt, aus dieser ganzen Funktion wird, da wird ein Minus davor gesetzt. Und aus jedem x wird ein Minus x. Also habe ich 2 mal, Klammer auf, statt dem x mache ich ein Minus x hin. Minus 2 bleibt gleich, Klammer hoch 3 bleibt gleich. Minus 8 mal, statt dem x brauche ich ein Minus x. Die 15 bleibt unverändert. Vereinfachen wir das mal ein bisschen. Ich löse erstmal die große Klammer auf. Das heißt, hier habe ich minus 2 mal minus x minus 2 hoch 3. Dieses Minus geht mit dem Minus kaputt und wird zu Plus. Da ziehe ich ja das Minus nicht rein, weil sie sind damit mal verbunden. Also das Minus habe ich mit der 8 verrechnet, mit der Klammer verrechne ich es nicht. Aber Minus und die 15 werden zu minus 15. Jetzt kann ich noch ein bisschen verrechnen. Das lasse ich stehen und 8 mal minus x sind minus 8x. Gut. Also, was habe ich gemacht? Jetzt habe ich im Ursprung gespiegelt und jetzt muss ich nur noch zurückschieben. Ich habe also im ersten Schritt runter verschoben, also rechts und runter. Jetzt habe ich im Ursprung gespiegelt und jetzt schiebe ich es wieder zurück.
Also das heißt, im dritten Schritt verschiebe ich die Funktion wieder, verschiebe das Ganze um 2 nach links und 1 hoch. Wie verschiebe ich nach links? Ich ersetze jedes x durch ein x plus 2. Und wie verschiebe ich etwas hoch? Ich hänge hinter die Funktion einfach ein plus 1 dran. Also nehme ich meine tolle Funktion, die ich hier habe, und mache erstmal aus jedem x mache ich ein x plus 2. Also es geht los mit minus 2, dann Klammer auf. Minus, jetzt kommt mein x. Aus dem x mache ich x plus 2. Minus 2, Klammer zu hoch 3. Minus 8 mal, jetzt kommt wieder ein x. Aus dem x mache ich x plus 2. Minus 15. Vereinfachen wir mal ein wenig. Minus 2 mal, ich löse die kleine Klammer hier auf. Hab also minus x, minus 2 und die minus 2 werden minus 4. Klammer zu, hoch 3. Minus 8 mal x sind minus 8x. Minus 8 mal 2 sind minus 16. Die minus 15 bleibt stehen. Und ich habe was vergessen. Ich habe nämlich vergessen, diese plus 1 noch hinten hinter die Funktion zu setzen, weil ich verschiebe sie um 1 hoch. Das heißt, hier gehört noch die plus 1 dazu und die gehört da dazu. Also habe ich minus 2 mal Klammer minus x minus 4 hoch 3 minus 8x. Zahlentechnisch minus 16 minus 15 gibt minus 31 plus 1 sind minus 30. Das wäre jetzt meine verschobene Funktion. Das wäre quasi also mein Endergebnis. Wenn ich jetzt hier diese Klammer hoch 3 noch ausrechnen wollte, können Sie machen, müssen Sie nicht machen. Dann wäre es ja minus 2 mal minus x minus 4 mal minus x minus 4 mal minus x minus 4. Das minus 8x bleibt stehen und das minus 30 bleibt stehen. Sie werden auf jeden Fall erhalten, wenn Sie das Ganze hier ausrechnen, die minus 2 lasse ich mal stehen. Wenn Sie diese Klammer dreimal mit sich selber multiplizieren, sollten Sie erhalten minus x hoch 3 minus 12x Quadrat minus 48x minus 64 und dann noch diese 8x und die minus 30. Mit dem minus 2 verrechnet haben Sie also minus mal minus gibt plus. Ups, ah, Entschuldigung, das ist ein hoch 3. Also habe ich 2x hoch 3, minus 2 mal minus 2 gibt plus 24x Quadrat, minus 2 mal minus 48 sind plus 96x, minus die 8x sind plus 88x, 2 mal 64 sind 128, minus 30 sind 98. Also wenn man diese Funktion ausrechnen würde, also sprich die Klammer auflösen würde, käme man auf das Ergebnis. Aber wie gesagt, ich denke, das so stehen zu lassen, wird im Normalfall legitim sein.